Sie gilt als Formel-1-Maschine unter den Rundballenpressen. Allerdings kommt sie ohne Boxenstopp aus. Gemeint ist damit die weltweit erste Presswickelkombination, die während der Netzbindung und der Ballenübergabe weiterfahren und das Erntegut fortlaufend aufnehmen kann. Bereits schon vor mehr als 30 Jahren haben sich Landtechnikingenieure mit der Aufgabe beschäftigt, eine Nonstop-Rundballenpresse zu bauen. Krone ist es nun als erstem Hersteller gelungen, eine solche Maschine zur Serienreife zu bringen. Dafür erhielt das Unternehmen an der Agritechnica 2011 eine goldene Auszeichnung für besondere Innovationen. Möglich gemacht haben diese erfolgreiche Entwicklung im Wesentlichen drei Faktoren. Erstens die Integration einer Vorpresskammer in eine Rundballenpresse mit der Aufgabe, das Erntegut vorzuverdichten und bei offenem Kanal sofort in die Ballenkammer zu befördern. Dann die semi-variable Ballenkammer, basierend auf dem System Comprima, mit dem endlosen Novogrip-Gurt, das die Vorzüge eines Stabkettensystems mit jenem einer Riemenpresse verbindet. Und drittens das Traktor-Implement-Management, über das die Presse aufgrund ihrer aktuellen Auslastung die Fahrgeschwindigkeit des Traktors regeln kann. Zur Funktionsweise. Das Futter wird von einem Easy-Flow-Pickup mit ungesteuerter Kurvenbahn aufgenommen und über den mit 26 Messern ausgestatteten Schneidrotor, der vom Ladewagen AX stammt, in den Vorpresskanal befördert. Dieser in der Höhe variable Kanal ist je mit einem Förderband unten und oben ausgerüstet und hat die Aufgabe, das Material während der Binde- und Ballenübergabephase zu sammeln und vorzuverdichten. Ist diese Phase abgeschlossen, öffnet sich dieser Vorpresskanal und das vorverdichtete Erntegut gelangt in die semi-variable Presskammer. Je nach gewählter Größe der Ballen macht das vorverdichtete Erntegut in der Vorpresskammer rund 40% des späteren Ballenvolumens aus. Bis die Endgröße der Ballen erreicht ist, strömt weiteres Erntegut direkt in die Presskammer. Die fertig gepressten Ballen werden dann auf den Wickeltisch übergeben, wo ein doppelter Wickelarm die Ballen einpackt. Die Bedienung dieser Nonstop-Rundballenpresse erfolgt über den Isobus-kompatiblen CCI-Terminal. Für die Optimierung der Übersicht auf dem Wickeltisch lohnt es sich, im Heckbereich eine Kamera zu positionieren. Die semi-variable und nonstop arbeitende Presswickelkombination Ultima ist vielseitig in Stroh, Heu oder in Silage einsetzbar. Sie soll bis zu 50% mehr Ballen pro Stunde produzieren können als vergleichbare Maschinen auf dem Markt.